Nano-Aquarien zwischen 10 und 30 Liter mit Kohlendioxid zu versorgen, haben wir uns was Neues ausgedacht. Bislang hatten wir Druckgasanlagen, wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, eine in der Anschaffung viel günstigere Bio-CO2-Anlage zu installieren. Und dafür nutzen wir unseren Innenfilter. Hier ist einmal das XL-Modell, hier in dem 20 Liter Nano-Aquarium ist das normale Modell. Und wie wir das machen, zeige ich Ihnen jetzt. Wie gesagt, diese Anlage funktioniert nur mit unseren Filtern. Ich packe die aus. Ganz klassisch. Unsere Bio-CO2-Vorratsflasche. Suchen Sie nicht die kleine Kapsel in der Schachtel. Die kleine Kapsel mit den Hefen ist oben im Deckel. Was haben wir noch? Wir haben einen Blasenzähler. CO2-sicherer Schlauch, ganz wichtig, weil normaler Luftschlauch funktioniert nicht, denn der lässt Kohlendioxid durch. Noch ein kleines Stück CO2-Schlauch. Die Halterung, die von hinten ans Aquarium geklebt wird. Und ganz wichtig, nochmal schöne Grüße vom Dr. Gretenkott, die Bedienungsanleitung. Bitte unbedingt vorher lesen oder einfach den Film weitergucken. Wie funktioniert Bio-CO2? Das ist das gleiche Prinzip wie beim Pflaumenkuchenbacken. Das kennen Sie. Sie nehmen Hefe und Teig und Zucker und die Hefen fangen jetzt an zu arbeiten, atmen und geben dabei Kohlendioxid ab. Der Teig wird größer und geht auf. Das gleiche Prinzip machen wir uns hier zunutze. Hier ist ein Gärkontrollgel drin und hier habe ich eine Kapsel, da sind die Hefen drin. Die werden jetzt aktiv und produzieren Kohlendioxid. Um das Kohlendioxid mit Hilfe unseres Innenfilters in so ein Nano-Aquarium zu bekommen, brauchen Sie diesen Injektor. Der ist natürlich dabei und der Injektor wird ganz einfach mit der schmalen Seite auf den Auslass gesteckt, so, und auf die andere Seite kommt dann unser Düsenrohr und jetzt kommt das Kohlendioxid aus der Flasche über das Schlauchsystem, das installieren wir gleich, direkt an den Auslass, wird von dem ausströmenden Wasser mitgerissen und löst sich dann im Aquarium. Der Wirkungsgrad ist nicht so hoch wie bei unseren normalen Bio-CO2-Systemen und darum habe ich jetzt auch hier die richtige Menge an CO2 in unserem Nano-Aquarium. Die Vorratsflasche wird jetzt mit Wasser befüllt. Ganz wichtig, wir nehmen kein Aquarienwasser, weil im Aquarienwasser sind viel zu viele Hefen, Pilze, Keime und dafür brauchen wir ganz normales Leitungswasser. Bitte die Füllhöhe beachten. Da oben gibt es dafür so einen kleinen Strich. Da oben. Und jetzt ganz wichtig, wenn Sie die Hefen dazugeben, öffnen Sie die Gelatinekapsel bitte und streuen die Hefen ein, denn dann verteilen die sich sofort gut und das ganze System startet viel schneller. Was mache ich mit den übergebliebenen Kapselhälften? Haben die eine Funktion? Eigentlich nicht, das ist Gelatine, aber Sie können die ganz einfach hier reinschmeißen. Sie drehen zu. Wird auch nicht geschüttelt oder irgendwas. Und dann kommt das kurze Stück des CO2-Schlauchs auf den Anschluss hier oben. Wenn das mal nicht passen sollte, wir haben ein universelles Schmiermittel, eigentlich hat es jeder, wir nehmen ein bisschen Spucke, Aquarianer-Schmiermittel, und dann kriegen wir das viel besser drauf. Als nächstes installieren wir den Blasenzähler. Der hat hier eine Doppelfunktion, nämlich einmal, dass Sie die unten austretenden Blasen zählen können und zum anderen wäscht er auch das Kohlendioxid. Den kann man nicht aufmachen, dafür blubbern wir ihn einmal voll. So. Und jetzt kommt das kurze Stück des Schlauches an das lange Stück. Wieder mit Universalschmiermittel.
an das lange Stück des Blasenzählers und von hier aus gehen wir dann mit dem langen Schlauch direkt an den Injektor. So sieht das fertig zusammengebaute Produkt aus, wenn es noch nicht installiert ist. Und das machen wir jetzt gleich einmal am Aquarium hier. Jetzt installieren wir dieses zusammengebaute System. Und jetzt kommt der große Vorteil von Nano-Aquarien. Die sind nämlich transportabel und die kann man toll drehen. Als erstes stecke ich den Filter aus, damit ich keine Platscherei an unserem Set mache. Dann nehme ich hier den Ausströmer raus. So, dafür ist auch unser Handtuch da. Was man, glaube ich, demnächst auch in unserem Merchandising-Shop kaufen kann. Da kommt der CO2-dichte Schlauch drauf. Das kann man also auch bei einem Aquarium, was man schon installiert hat, in voller Fahrt unternehmen. So, wir justieren das ein bisschen. Jetzt kommt die Halterung. Die hat hier hinten Doppelklebestreifen. Muss man natürlich vorher lösen. Und jetzt ganz wichtig, die Halterung für unseren Blasenzähler. Die kann ich hier einfach rausdrücken und da passt der ganz genau rein. Die Halterung, bitte überlegen Sie ganz genau, wo Sie die hinhaben wollen, denn wenn es einmal angeklebt ist, dann, wie der Name schon sagt, ist es auch angeklebt. Den Schlauch kann man auch noch nach Belieben kürzen und kaschieren. Jetzt wieder der Vorteil der Nano-Aquaristik. Wir können das einfach gut drehen. Unser Tipp, dieses Aquarium ist natürlich bei uns in alle Aquarien mit CO2. Machen Sie von Ihrem Aquarium einfach mal ein Foto, wenn Sie das frisch installiert haben, und dann nochmal nach 2 und 3 Wochen, dann sehen Sie einen deutlichen Unterschied. Das ist wirklich sichtbar. Wie lange hält so eine Flasche? Die produziert 300.000 Blasen und wir schreiben auf die Verpackung mindestens 30 Tage, aber wir stapeln ein wenig tief. Um die 6 Wochen kommen Sie mit einer Flaschenfüllung aus. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Nano-Aquarien viel Spaß im neuen gedüngten Zustand. Wir haben den Thermobehälter, der hinten. Was denn? Kein Thermobehälter. Der, klar, den isoliert Papa auch. Nee, der Thermobehälter ist der aus Styropor. Das ist einfach nur eine Haltebox. Haltebox. Haltebox, so heißt